figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von AC Mirage. Oh yeah, wir mit unserem absolut Burner Umhang und bestes Equip überhaupt. Und ja, jetzt sprechen wir mal mit der Eulen. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnt tatsächlich einen neuen Kontakt. Okay. Ein Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Jo. Jetzt muss ich wieder. Ich habe jetzt Lies of P komplett platiniert. Habe jetzt ein Run New Game Plus Plus noch praktisch durch. Was? Ich habe so wenig Leben. Uff. Kann ich noch mehr essen? Sind das keine Früchte zum Essen, ey? Ja. So, also. Wir haben hier den Aussichtsturm. Dann haben wir hier den Händler. Schmied. Ich will mal kurz was testen. Oh Gott, die kommen doch nicht da hoch. Vergiss es. Denn es gibt einen Bug. True Story. Leider. Ja, Bänke benutzen. Ja, das ist die einzige Option, um... wie soll ich sagen? Tag und Nacht zu switchen. Dort, ich glaube, ich hab's. Kann ich da Diebstahl benutzen? Nö. Haben halt nicht alle was. So, hier, der Schmiede und Schneider. Schmiede lassen dich deine Waffen verbessern, wenn du genügend Materialien hast. Jede Waffe kann zäumen verbessert werden. Schneider bieten einen ähnlichen Dienst wie Monturen an. Verbesserungen kosten Ressourcen, Stahlbahn und Leder findest du beim Erkunden der Welt, beim Öffnen von Truhen und durch den Abschluss gewisser Aktivitäten. Du brauchst auch bestimmte Verbesserungspläne, um Waffen oder Monturen zu verbessern. Diese sind selten und du findest die meisten gut bewachten Truhen. Waffen zu verbessern erhöht die Werte, Monturen zu verbessern wertet ihre Vorteile auf. Juhu, ich kann nicht mit ihnen agieren. Wo ist dieser Pissknödel? Das müsste doch der Scheiß sein, oder nicht? Noch ein Rätsel. Wow, juhu. Mich kotzt aber an, dass ich... Es ist der einzige in meiner unmittelbaren Umgebung. Wow. Ja, Kartoffelkönig hat was dazu gesagt. Auf YouTube. Das eben, ihr müsst dann hier irgendwo um... Um das erste... Lager, kann man sagen, von den Assassinen mit dem Schmied sprechen.
Ich weiß nur nicht, wo der hängt, aber... Und es gibt noch einen weiteren Bug zur Zeit, dass wenn ihr eine Weile im Spiel seid, dass ihr dann plötzlich, also wirklich plötzlich, kein Loot mehr bekommt. Halt die Backen, sonst klatscht's. Aber kein Beifall. Du kannst auch gerne den Tod sehen, ne? Oh. Ich sollte vielleicht nicht auffallen, nehme ich mit. Absteigen. Hallo. Ich kann nicht mehr absteigen. Du Grobian, das Gesetz wird sich deiner annehmen. Geh auf Erkundung. Du da, halt! Das dauert nicht lang. Die Wachen. Die Wachen werden gut. Okay. Du kannst nicht fliehen. Sicher kann ich entkommen. Hast du eine Ahnung? Ich könnte gegen euch kämpfen, will ich aber nicht. Und sonst ist es halt Assassin's Creed 2 oder so mäßig, wo man halt die Plakate zerschneiden muss. Damit wir nicht mehr gefunden werden. Was ich halt sehr cool finde. Weil es halt schon nervig, wenn du außer zu bestechen nichts machen kannst. Ja, jetzt können wir wieder hier durchlaufen. Ohne Probleme. Ach, ist das nervig. Ohne Spaß. Und ich weiß nicht, wo der erste Händler ist. Ehrlich gesagt. Und wo schickt uns das Game jetzt hin? Finde Bashi. Suche nur als Kontaktperson in der Färbermanufaktur. Nachforschung. Ich gehe mal gucken. Wie wär's, wenn ich jetzt zuerst mal oben hingehe? Hier gibt's ja leider jetzt gerade keinen Schnellreisepoint. Ha! Muss ich nicht machen. Moment. Wir sind hier. Wir müssen dann da nach oben. In diese Region. Hier historische Städte. Okay. Jetzt wird es auch schon als historisch deklariert. Das finde ich auch eine nice Geschichte. Aber hey, komm, wir machen jetzt den Shit. Wenn wir schon mal wieder im Game sind. Fallende Münze der Macht. Leider müssen wir immer wieder klauen. Leider, leider. Weil das halt am meisten lohnt. Später wird man genug Materialien haben, um an Geld zu kommen und so weiter und um Upgrades freizuschalten, aber zurzeit sind wir auf jede Ressource angewiesen. Auf diesen Kollegen sind wir nicht angewiesen. Scheiße, wir müssen hier rüber. Ach ja, die Zeiten, als Altair, glaube ich, noch nicht schwimmen konnte und abgesoffen ist.
Ich glaube, Ezio auch noch. Oder bin ich da im falschen Universum? So. Wie macht man jetzt das schon wieder? Ja, ich habe schon länger jetzt nicht mehr AC gespielt. Ich bin wieder vollkommen im... Verschaffen wir uns einen Überblick. Lies of P-Fieber. Oder Gameplay kann man sagen. Okay. Ja, wir müssen alles ein bisschen angucken. So. Ah, mit Linksklick. Okay, gut. Aha. Ein Rätsel am Boden. Schatz geborgen, Rätsel. Finde, was sich stahl. Aha. Jetzt müssen wir hier hin. Ach Gott, ich möchte doch einfach anvisieren, du Vollidiot. Keine Markierung entfernen, Markierung setzen. Ich mach das mal so. Das ist ultra dumm gemacht. Aber ich werde mich jetzt hier hinporten. Weil das sonst zu lange geht. Bis ich mal dort bin. Klar, wir könnten unterdessen ziemlich viel Kohle klauen. Ja, da gebe ich recht. Aber... ich habe gerade nicht so viel Zeit über, um hier extra Schichten zu schieben mit Clown. Ich will Progress machen. Clown kann ich auch per se für mich. Na, wenn ich einfach durch die Straßen schlender und jeden Dulli hier beklau. Essen bitte. Hä? Ich würde euch auch immer empfehlen, immer unentdeckt zu bleiben, weil es gestaltet sich halt wirklich angenehmer, wenn ihr nicht entdeckt werdet. Aber es ist eigentlich auch logisch. Weil sonst seid ihr dauerhaft am Wegrennen, wie Vollidioten. Oh, ich bin zu weit. So, wir sind hier. Müssen wir uns ein bisschen umgucken. Oh, Taschendiebstahl. Auch wenn das jetzt gerade nicht schlau ist, was ich da mache, an meinem Zielort Sachen zu klauen. Ah, hier. Einen Augenblick. Darwish. Asim. Assisi. Ich dachte, du wärst tot. Nö. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist.
Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khurasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm ich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Okay. Jetzt haben wir ihn freigeschalten. Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Dabei den Aufstand aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen. Aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal. Es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Basimund, werde belohnt. Der weise Mann pflegt seine Ausrüstung. So faul wie du bist, brauchst du sicher viele solcher Spielzeuge. Von denen müssen wir immer alles kaufen, was geht. Bessere Ausrüstung kann nicht schaden. Ja. Weiß gar nicht, was ich damit soll. Ein guter Handwerker braucht gutes Werkzeug. Das gilt auch für dich, nehme ich an. Mhm. Ich kauf's einfach mal. Kann nicht schaden. Lass dich nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal, Bas. So, das hätten wir. Haben wir ihn jetzt nicht freigespielt? Doch, bringe Gegenstände in Davis Laden. Dann haben wir jetzt hier, warte mal, was ist das Davis Artefakt? Wir klauen mal. Wir brauchen ja 3 Stück davon. Hallo? Wer war das, du? Ja. Ich drücke einfach meistens permanent auf Dreieck, wenn ich hier rumrenne. Ah ja, und es gibt eine verpassbare Trophy für Leute, die das nicht wissen. Es gibt nur ein paar Möglichkeiten, diese Trophy zu holen im Spiel, sonst musst du einen neuen Durchlauf machen. Und zwar, es gibt ja Wachen mit Schlüsselzeichen, ne, über dem Kopf.
Den müsst ihr mit einem Schlafblaspfeil beschießen, ohnmächtig ballern und dann beklauen. An sich eine ultra easy Trophy, aber wenn du halt alle schon gekillt hast, RIP. Sind ja nicht alle angegeben? Keine Ahnung. Da wäre noch eine Truhe. Da wäre ein Buch. Da gibt es ganz schön viel zu entdecken, ey. Dann gibt es das wahrscheinlich, finde ich raus, wo sich Ali befindet. Das ist wahrscheinlich die Hauptmission. Aha. Das finde ich sehr gut. Dann sind wir dort auch schon fortgeschrittener. Was bist du denn? Oh Mann, ich wollte doch. Meine Fresse. Weil wir machen immer alles. Sag ich so, wie es ist. So. Wir übergehen keine Mission, wenn wir eine sehen. Das wird in meinem Let's Play zumindest nicht vorkommen. Wer sowas nicht sehen möchte, tut mir leid. Aber ein Story-Spiel spiele ich wegen der Story und nicht, um es durchzurushen. Vor allem, wenn es so in die alte Richtung geht wie vorher. Na. Das könnte Beshi sein, der da seine Männer anheizt. Wir wurden niedergetreten, gespalten, und doch sind wir noch hier. Willst du mich verarschen? Genau das meinte ich. Eigentlich solltest du immer was rausbekommen. Laden, man hat's gespeichert. Oh nee, oder? Heute. Hä? Vor 4 Minuten. Ja. Eigentlich könnt ihr vor jeder Truhe speichern. Das ist ja richtig scheiße. Das ist richtig behindert. Sag ich so, wie es ist. Wow. Habe ich jetzt alles gekauft? Und verkauft so? Ich grüße dich. Schön, dich wiederzusehen, Basim. Treibe Raritäten auf, Basim. Verdiene dir. Kann ich, danke. Aber ja, ich habe alles verkauft. Sehr schön. Frieden, Sadiki. Pass auf dich auf, Basim. Ja. Jetzt muss ich wahrscheinlich aber wieder die Olle hier beklauen. Das juckt mich allerdings herzlich wenig. Weil es kann nicht sein, dass ich nichts kriege aus einer Truhe. Und die Truhen sind schon so begrenzt, ne? Also die spawnen ja nicht nach. Und das ist das Traurige dran. Jetzt müssen wir hier hin. Ja, finde ich toll. Also ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass du das, solche Nebensachen nicht einfach anvisieren kannst. Ne? Das müssen sie dringend patchen, weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und diesmal speichere ich instant, weil gar kein Bock.
So. Da drüben. Das könnte Beshi sein, der da seine Männer anheizt. Und doch sind wir noch hier. Und solange wir Atem schöpfen, wird wie ich schon sagte, ich speichere jetzt vor dieser Scheiße. Weil das kann nicht gehen, dass wir gar nichts kriegen. Also wetzt eure Klingen. Betet zu Allah um seine Führung. Denn heute. Moment. Wir sprechen zuerst mit Beshi. Wir haben jetzt extra manuell gespeichert, also. Ah, oh, Valhalla. Ey, Valhalla. Mirage, du bist so verbuggt, ey. Wir stehen Seite an Seite. Sollte einer fallen. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Ja. Oh. Nee. Ein schwungvolles Lied, gefällig? Ich hab keine Kohle. Sorry, und ich geb dir nichts in den Rachen. Was siehst du, Sadiq? So, was sehen wir? Das ist dein Schlüssel, Kollege. Gibt's noch ein okay. Die Truhe. Leihe mir deine Augen. Du willst mich verarschen, warum hast du den nicht anvisiert? Ha, das ist halt der geile Nebeneffekt. Lass deinen Blick schweifen.
Ehrlich gesagt ist mir der Typ zu nah dran. Und der bewegt sich, glaube ich, nicht. Nicht mal einen Millimeter. Was zum Erdogan? Scheiß dir in die Hose. Gut, mal halt die Deckung oben. Mach es. Ja, schöner Treffer. Ich bin dein Signal. Du bist mein Schicksal, interessant. Das ist, wenn ich es jetzt hier in die Ecke rüberschiebe. Doch da hinten. Was für den Tod! Ich warne dich! Sie haben es nicht mal gecheckt. Sind die dumm? Geh zum Anleger. Finde Beshi. Los, Inhidi. Ich bräuchte ein Upgrade zum Doppelattentat. Dann RIP. Dann kannst du die einfach in der Pfeife rauchen. Nee. Einfach nee. Ja, und jetzt muss ich den ersten killen hier. Genau solche Schlüsseldullis. Muss man mit einem Blaspfeil wegjodeln. Zuerst mal, also in den Schlaf und dann beklauen. Oh Gott. Du da! Allah, gib mir Kraft!
Weiter, Sadiq. Was für eine Bild. Hier stieß auf Probleme bei der Beschaffung von Arbeitern aus dem Westen. Bis diese Angelegenheit geklärt ist, werden wir kaum genug Männer haben. Für den Moment sollen daher alle Rebellen, die ihr abfangen könnt, verschont und inhaftiert werden. Ich werde mich um sie kümmern, die Fähigen unter ihnen werde ich einsetzen und mich ihrer später entledigen. Seid versichert, dass eure Entlohnung entsprechend höher ausfallen wird. Al Ghul. Ali also. Das wäre Loot. Nur mal so am Rande, dass wir uns richtig verstehen. Alles andere ist kein Loot. Na. So, was fehlt jetzt noch? Leite mich in Kido. Ist jetzt da drin noch was? Nicht mal eventuell, du Arschloch. Weise mir den Weg. Ich weiß halt nicht, wo der letzte versteckt ist. Gut. Dort ist der letzte versteckt. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Ich mach das mal so. Was will das? Besser halten, liegen gehen. Und verbrennen bitte. Dankeschön. Hi, hi. Beachtet mich gar nicht, ich bin gar nicht da. Da komme ich wieder und ich töte dich. Hilfe! Gleich verstummst du! Ich brauche Hilfe! Au. Brauche wieder Ausdauer. Schwert, du! Au. Das war der letzte. Nun zurück zu den anderen.
Ja, bevor ich zurückgehe, gehe ich jetzt noch hier lang. Und hol mir die nächste Münze. Muss mal kurz gucken, dass ich auch noch anonym werde. Ich falle besser nicht auf. Yes. Was? Hey. So. Da waren die doch. So. Weil da ist die Truhe, die ich vorhin, also wofür ich vorhin nichts bekommen habe, oder? Wieder, ich speichere wieder, weil ich will für jede Truhe was haben. Und sonst lasse ich die Truhe. Dankeschön. Aber wenn es nicht viel ist, ich habe was bekommen. Und das ist wichtig. Alles andere ist mir egal. So, und als nächstes geht es dann hier rein. In die Olga. Aber das machen wir im nächsten Part, denn wir sind schon 42 Minuten in der Stage und ich will die Folge noch rausbringen. Könnte allerdings Samstag werden, weil jetzt ist gerade schon 10 nach 12. Ich habe gar keinen. Eigentlich sollte die Folge schon draußen sein. Heute ist bei mir Freitag. Also von daher scheiße. Ja gut, meine Freunde, vielen Dank fürs Zugucken. In der stillen Nacht sage ich bis zum nächsten Mal. Tüdelö. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find me. Yeah.